So, Atletico Madrid gegen Frankfurt. Das knappeste Match von all denen, die wir hier hatten im Viertelfinale. 1:2 hat sich Atletico durchgesetzt. Ja, keine Veränderungen bei Frankfurt. Hier Traut der auch Mannschaft. nicht. Oh, echt, Griezmann. So, bevor ich frage, bis das Tor gefallen ist, wer spielt jetzt nochmal wo, auswärts, heimwärts? Atletico Madrid spielt daheim gegen The Frankfurter. Danke. Gegen einen Frankenförder. Oh, Gott sei Dank. Hat schon schwarz gesehen. Da auch, guter Pass. Ah, wie knapp ist. Stark. Nein. Ja, das waren schon zwei sehr gute Szenen bei Frankfurt. Oh, das war ein neuer Spaß. Ja, es wird sicher nicht einfacher hier in Madrid als schon in Frankfurt. Ah ja, genau, das ist ja das Rückspiel, gell? Ja. Oh, wie ist das ausgegangen Guter nochmal? Punkt. 1:2. Genau, da der Atletico gewonnen. Atletico drückt da schon mal. Versuchen sich da reinzupressen. Frankfurt mal in Defensiv. Oh, das war Arsch.
Jetzt hat er mich leider gesperrt. Trapp aber trotzdem gut gehalten. Ja. Ja. Kann mich erinnern auch in dem Spiel, beide Goalies eine Top-Leistung abgeliefert haben. Ups. Boah. Ist wahrscheinlich eine gelbe. Oh, jetzt rennt er nicht. Hm? Ist schon abgefangen. Schon. Nee, jetzt kriegt er mal die Gelbe. Oh, schön. Ist weniger. Oh, schöner Ball von Griezmann auf Mané. Und Trapp bringt die Fingerspitzen noch dahin. Weil das so lustig ausgeschaut hat, als wenn er daneben gehaut hätte. Oh. Ja, ist ein schönes Spiel, aber es wird auch ein sehr kräfteraubendes werden. Oh. Ja, was hat er gehört? Das ist ja sehr gut im Griff da. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, da hab ich mal gedacht. Ja. Ja, 0 Schüsse, das ist zu wenig einfach. Sie waren fast nur in der, also sie waren eigentlich nur in der Defensive, ein paar Auktionen gab es nach vor, aber das war wirklich viel zu wenig, um hier wirklich 2 Tore zu schießen in Madrid. Oh mein Gott. Stark! Das war sehr stark! Der erste Schuss ist drin, kann man sagen. Und derweil sind sie weiter. Nein.
Ach, Blödsinn, wir spielen in Atletico. In Madrid. Stark gemacht auf jeden Fall von Rebic und Kostic. Rebic, der da gut gestört hat, den Verteidiger. Ein bisschen unterschätzt, aber macht nichts. Macht recht scharf geschossen. Oh. Stark. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sonst hätte ich gleich. Oh. Ja, aber so ist er schon viel besser bei Frankfurt. Oh, was ist da jetzt los, Alter? Chamberlain. Offside Chamberlain. Wenn es ruckelt, 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 ruckelt. Alter. Damit wurde der Feuerwehr mein Sam schon. Na, noch nicht eigentlich. So, erster Wechsel. Puh.
Ending sagt nichts mehr. Er ist sprachlos. Ich auch. Ich bin sprachlos. 2:0 hier, Jovic. Wahnsinn. 10. Treffer übrigens, also damit neuer Torschützenführender. Puh. Heißt, es ist noch nicht aus. 20 Minuten noch. Aber pressen sich offensiv stärker. Ja, Gott sei Dank. So, und jetzt braucht Atletico ein Tor für die Verlängerung. Genau. Weiter. Oh, machst du Spaß, Alter. Oh, schön, oh mein Gott. Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark. Jetzt hat Atletico 3 Treffer. Goal for the visitor. 3 Treffer. 21, Alex Oxlade-Chamberlain. 2, oder? 3. Weil jetzt hat Frankfurt 3 Auswärtstore. Alter, was ist da los mit dem Scheißruckeln? Nein. Hätte ich nicht mehr geglaubt nach dieser ersten Halbzeit, dass dieses Spiel hier so endet. Und ich höre dich total schlecht wieder. Alter. Nein! The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Alter, das Suchen ist ja nicht mehr fein. Was machen die da draußen? Alter. Jetzt. Yes. Frankfurt schafft es hier, die Sensation. Und dich hört man urschlecht. Irgendwas muss der Metzel umgestellt haben beim Jubel. 3:0. Unglaubliches Match. Frankfurt steht damit im Halbfinale.